zweimal auf der Bahnhof, dann hat er mehrere Arbeit gesetzt und der wenigste Traum in dieser Sportart, der wurde erfüllt, im August, als in Rio de Janeiro die Olympischen Spiele gemacht. Wir sind stolz und freuen uns, denn sie ist eine, die im letzten Jahr leider hier nicht sein konnte. Da waren sie verletzt, vor zwei Jahren waren sie im Finale, verloren das. Sie fehlt diesen Titel und wir freuen uns auf hoffentlich ein tolles Match. Heißen Sie noch einmal herzlich willkommen. From Spain, Carolina Marin.
Also das war wirklich Werbung für diese Sportart im Namen Anzels, wir auch im Vierer gesehen haben. Kompliment nochmal an beide Spieler, die uns hier wirklich begeistert haben. Und Gratulation an Hans Christian Zoll. Wir sind nun gewinnen und beim Viertelfinale hier bei den Jungs.
Tim Kessler immer wieder werden wir auch darauf angesprochen, ob es noch Karten für die kommenden Tage gibt. Daher nochmal die Zusammenfassung. Morgen, ja, morgen gibt es auch eine Autogrammstunde von Lin Dan. Also wer Lust hat, morgen dem chinesischen Superstar ein bisschen näher kennenzulernen, morgen gibt es eine Autogrammstunde. Für morgen gibt es auch noch Tickets und dieser Viertelfinaltag ist ein absoluter Kracher. So viel können wir jetzt schon verraten, denn wir werden alle Superstars hoffentlich dann auch mit dabei haben. Dazu deutsche Hoffnung. Das Ganze startet morgen ja auch erst etwas später, um 16 Uhr. Also da können Sie dann alle ganz Freitagabend hier in der Halle. Samstag sind wir schon komplett ausverkauft seit langer Zeit. Der Halbfinaltag also ist voll. Ein paar Karten gibt es noch für den Finaltag. Wir würden uns sehr freuen, wenn wir in den kommenden drei Tagen hier jeweils komplett voll sind. Am heutigen Tag Ihnen allen schon mein großes Kompliment, dass Sie so Gäste sind. Wir haben es 18 Uhr noch gestartet. Hier wird die Abendsession bei dem Yonex German Open gesehen. Auf dem Centerpoint, die dritte Version, die gleich dann auch wieder deutsche Farben. Zwei Mix, Doppel-Linien, die wir mit deutschen Farben auf der Center Court und auf dem Platz Nummer 2 präsentieren. Das ist die Zukunft, die Gegenwart heißt dreimal Action Live, jetzt hier bei dem Yonex German Open. Schön, dass Sie da sind.
liebe Zuschauer, viele von Ihnen sind ja mit dem Auto angereist. Bis hierhin, das ist auch eine gute Geschichte. Doof ist nur, weil man am Anstieg und die Handbremse nicht gezogen hat. So ist ein Auto derzeit auf dem Weg, sich hier selbstständig zu machen und versperrt damit schon eine Anfahrt. Wir würden das gerne ändern. Jetzt achten Sie auf das Kennzeichen MH für Müller, MF 207. Nochmal, MH, MF 207. Keine Bange, Ihrem Auto geht es gut, aber nicht mehr lange, weil das fährt mittlerweile allein durch die Stadt. Gehen Sie bitte schnell und dann stehen auf dem Parkplatz am Schwimmbad. Starts from China, Bao Shixin, Yu Xiaoshan, and from Indonesia, Didier Desiara, Harris, and Rosita Eka Putrinsai. Please come to the meeting point. Chinese Taipei, Xu, Wu, Xiao, and Wu. Please come to the meeting point. Two women's doubles from Chinese Taipei scheduled for 6:15. Please come to the meeting point.
Wir sagen Glückwunsch, wir freuen uns auf Ihren dritten Finalauftritt. Katharina Mani, die Olympiasiegerin aus Spanien. Und Applaus für die aktuelle Top-Gesetzte hier. Genau, auf dem Feld Nummer 1 sehen wir jetzt ein weiteres Damen-Doppel. Umpire Carol Yeriel Island, Service Judge Ivan Zenik, Austria. Bao Xixin and Yu Yi Shan from China versus Della Destiara Harris and Rosalita El Caputri Sari, Indonesia. Sagen Sie jetzt in Ihrem Programm, wann geht es hier weiter mit den deutschen
Herzfuß und dieser Beckartrich, Sie werden auf dem Center Court dann antreten. Und zwar nach der jetzt startenden Begegnung. Farbe Rot ist jetzt wieder so gegen 20 Uhr auf Platz Nummer 2. Und dazu haben wir noch Olympiasieger Satt mit Ritter und Shenlong, also die letzten drei olympischen Spiele gewonnen haben. Und auch die werden wir heute noch bei diesem Achtelfinaltag hier präsentieren. Ja, ist unser Hauptsponsor und Partner bei diesem Turnier. Als viele Athletiker angeboten für die Wörter mitgebracht. Es lohnt sich also mal bei den Shops vorbeizuschauen. Ansonsten genießen Sie das, was Sie hier sehen. Für Fragen am Infopoint stehen wir jederzeit zur Verfügung. Und sagen auch allen, die jetzt am frühen Abend zu uns gekommen sind, nochmal herzlich willkommen. Jetzt gibt es noch 3 Stunden hier richtig zur Sache bei den Yonex Jump No.
player from Croatia, Zvonimir Dokinjak, and from Denmark, Kim Brun. Kim Brun from Denmark, please come to the meeting point.
So, jetzt machen wir die Plätze wieder alle voll, damit wir auch auf Platz 4 weiterkommen. Court Number 4, Umpire Andrea Flach, Germany, Service Judge Catherine Olivier, France. Wir nehmen einen Herrn Einzel, rein europäischer Natur. Sonny Miedokinjak, Croatia versus Kimbrun, Denmark. Please come to the meeting point.